Heute ist ein ziemlich cooles Gadget in der Redaktion angekommen. Das Ding nennt sich Sparrow und leuchtet, wie man sieht, in bis zu 16 Millionen Farben. Kann aber noch ganz andere coole Geschichten machen. Und zwar gesteuert wird das über ein Tablet, iOS oder Android. Und wie man sieht, kann man das dann komplett hier mit dem Tablet steuern und verschiedene Features und Moves ausführen. Ich teste das jetzt hier einfach mal. Sparrow ist auch gleichzeitig eine Steuerung bzw. ein Controller, ähnlich wie bei der PlayStation oder Xbox, kann man hier mit seiner Hand dieses kleine Raumschiff steuern, einfach durch Kippbewegungen. Und ja, das funktioniert ziemlich gut auf dem iPad. Der Monitor ist auch groß genug, um da was zu sehen. Und ohne dass ich hier jetzt das iPad berühre, kann ich quasi Bewegungen ausführen. Wir sind hier im Trainingsmodus, da kann man verschiedene Einstellungen erstmal erlernen. Hier sieht man, kann ich jetzt auch vor und zurück. Jetzt mache ich hier mal einen Schaden. Man leuchtet das auch immer so schön. Und die Steuerung funktioniert erstaunlicherweise ziemlich gut. Da kann ich noch Items einsammeln. So, und die andere Geschichte, was man hier noch machen kann, ist, das lässt sich drehen. Und dadurch kann ich natürlich die Bewegung ausrichten, wohin der schießen soll. Das sieht man hier ganz gut. Diese App ist auch ganz nett. Durch die Kameralinse vom iPad erkennt er quasi, wo sich mein Sparrow befindet. Und Zombies greifen mich hier jetzt an. Also eine Mischung aus virtueller Realität und Wirklichkeit. Die kann ich jetzt hier auch abschießen. Man sieht, und das funktioniert erstaunlicherweise auch sehr gut. So ein kleines Fazit zu dieser kleinen Wunderkugel. Es macht Spaß, wie man gesehen hat. Gerade hier diese Zombie-Spiele und so weiter sind doch ganz unterhaltsam. Stellt sich halt natürlich die Frage, wie lange kann man damit Spaß haben. Wobei, wer Haustiere hat wie eine Katze, kann dann natürlich nicht nur sich beschäftigen, sondern auch seine Haustiere. Also von daher ein ganz cooles Gadget. Langzeitmotivation ist teilweise auch gegeben, weil in der App sind standardmäßig nicht alle Sachen freigeschaltet. Das heißt, man muss mit diesem Ding bestimmte Übungen absolvieren. Zum Beispiel innerhalb von 20 Sekunden eine Strecke von 15 Metern zurücklegen. Und wenn man das geschafft hat, gibt es Punkte. Und desto mehr Punkte man hat, desto andere Sachen kann man dann wieder freischalten. Und so ist das eigentlich eine ganz coole Geschichte.